Und herzlich willkommen wieder hier zu Alter Ihr und wir mit eurem Enrico von Alter Ihr und wir, meine Lieben, das seid wieder ihr da draußen und gemeinsam sind wir heute wieder hier in Hamburg. Heute mal ein bisschen unterwegs, wir haben heute Donnerstag. Ich dachte, ich nutze jetzt einfach mal den Tag, um ein bisschen rauszugehen, mir mal die Stadt zu erkundigen, Hamburg ein bisschen unsicher machen. Ich will auch so Richtung Elbe gehen. Da soll es ja auch eine Fähre geben oder so, wo man dann rausfahren kann. Einfach mal ein bisschen raus ans Meer. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr das Meer gesehen in meinem Leben. So Richtung, was haben wir, muss ich überlegen, Nordsee dürfte das dann sein in der Ecke. Mal kicken, wie weit ich komme. Werde ich ein bisschen laufen, wenn es mir dann doch zu blöd wird, nämlich Bus. Und Pennyboard habe ich ja auch noch am Start. Also mobil ist man auf jeden Fall. Da denke ich mal, bin ich jetzt mal den ganzen Tag unterwegs und werde jetzt mal ein bisschen vloggen. Man wieder auch ein bisschen auf Reisen ist, weil die Natur draußen zu sehen, Menschen zu treffen, die Welt allgemein zu entdecken, das ist ja gerade das, was es ja das Leben ausmacht. Und solange ich hier gerade in Hamburg bin, ist das gerade ideal. Also würde ich sagen, let's go! Heute habe ich mir ja echt wieder einen warmen Tag rausgesucht zum Wandern, zum Laufen. Die Sonne, die knallt heute wieder runter. Ich öle jetzt schon wieder wie ein geölter Blitz. Aber okay, gehört halt dazu zum Wandern. Von daher mache ich mich da nicht verrückt. Wichtig ist, dass ich heute draußen bin, unterwegs bin, die Welt sehe, Hamburg erkundige. Das ist das, was da Spaß macht. Von daher lasse ich mich von sowas nicht aufhalten. Angekommen, also zumindest jetzt sagen wir mal die Hauptstadt von Hamburg. Jetzt bin ich hier beim Hamburger Hauptbahnhof. Jetzt schaue ich mal, wo es jetzt hier entsprechend weitergeht, wie es von hier aus irgendwo, wo es Richtung Wasser gibt, da Richtung Elbe weiter. Wie es bewegen. Die Reeperbahn ist ja hier auch irgendwo hier in der Gegend. Mal schauen, ob ich sie finde. Wollte ich mir auch mal angucken, wenn man schon mal hier in Hamburg ist. Sollte man es vielleicht oder auch nicht mal gesehen haben. Ich bin ein Mensch, der möchte ja auch was erleben und einfach auch mal sehen im Leben. Und da gehört das hier in Hamburg einfach mal dazu, dass man mal vor Ort war. Ja, das Wetter ist wie gesagt Bombe. Zwar heiß, aber super. Und ja, machen wir uns mal auf fröhlichen Weges weiter. Ich habe jetzt nochmal auf meine Karte geguckt und jetzt werde ich direkt zur Reeperbahn laufen. Jetzt einfach mal angucken, weil die liegt ungefähr genau auf dem Kurs, wo ich eh hin will. Richtung Hafen, raus Richtung Elbe. Ja, dann schauen wir uns jetzt mal hier ein bisschen Hamburg um die Gegend um. Dann gucken wir mal, wenn wir ankommen, so ungefähr 30 Minuten Weg ist das jetzt noch bis zur Reeperbahn. Thank you.
der Rummel. Ich war schon lange nicht mehr auf dem Rummel. Juhu! Jo, das war der sogenannte Hamburger Dom gewesen, quasi eine Vergnügungsmeile mit Karussell, Riesenrad und all das Dinge. Aber die Fahrt noch ganz schön teuer, 5 Euro alleine, dass du auf Riesenrad fahrst, oder je nachdem, also wenn du da irgendwann jedes Mal durchschauen willst, bist du dann auch ziemlich pleite. Ich dachte, nee, muss jetzt nicht sein. Das hebe ich mir vielleicht mal andermal auf. War wieder mal schön, mal wieder hier durchzulaufen, auch mal wieder einen Rummel im Leben zu sehen. Ich habe mir früher gerne als Kind gerne Rummels angeguckt, so ein richtiger Rummelfanatiker. Hab die früher selbst gerne als Lego nachgebaut und so. Es war irgendwie so meine Leidenschaft, wo ich früher noch mit Kind viel mit Lego gespielt habe. So die Karussells und die Wagen nachgebaut und dann so meinen eigenen Rummel gespielt. Ja, waren für Kinderzeiten interessante Zeiten. So, jetzt kicken wir mal, jetzt müssen wir wieder mal auf meine Navi mal schauen. Wo jetzt hier die Reeperbahn ist, die war hier ganz in der Nähe. Und dann kicken wir mal, was da uns so erwartet. Da würde ich mal sagen, willkommen hier auf der Reeperbahn. Da vorne geht's ungefähr los. Und was sind wir nun jetzt angekommen? Ja, da würde ich mal sagen, gucken wir uns doch mal das Ganze doch mal ein bisschen an. Was uns da hier so erwartet, hier am Kiez von Hamburg. Ja, ja, nichts für schwache Nerven. Ja. Ja, meine Lieben, das war jetzt hier nun die Rundtour durch den Kiez der Reeperbahn von Hamburg. Ich glaube, den Hamburger Dialekt werde ich nicht so auf die Reihe kriegen, aber okay. Ja, die größte Vergnügungsmeile, die man hier in Hamburg haben kann in Sachen Bars, Clubs, Sexclubs, Table Dance und was auch immer und Shops und Kino und Hotels und ja, alles so für, sagen wir mal, ab 18. Nichts für Kinder hier. Nur was für Leute für starke Nerven, die hier lang gehen. Dafür ist das halt hier. Ja, aber ich dachte, man guckt sich es halt mal an, man schaut, geht, läuft hier mal vorbei, dass man sagen kann, okay, man war hier mal auf der Reeperbahn. Das, was wir mal gesehen haben, ist so auch der Meilensteinort von Olivia Jones, die Drag Queen schlechthin da hier, die Transvestiten-Schauspielerin, die ja auch so Touren macht durch den Kiez und so und ja auch an einigen der Öffentlichkeit ja sehr viel auftritt. Das ist ja auch so hier ihre Meile. Ich habe sie zwar jetzt noch nicht gesehen hier, aber okay, wir haben sie auch noch nicht abends, mitten in der Woche. Hier ist auch echt jetzt gerade noch nicht viel los, riecht noch harmlos hier, als wenn du jetzt hier abends hier in der Nacht hier durchgehst. Oder am Wochenende, wir haben ja heute Donnerstag. Jo, wie gesagt, ich wollte es mir einfach mal angucken und euch hier mal mit durch die Tour nehmen.
wenn man mal schon mal in Hamburg hier oben ist. So, und jetzt gucke ich mal, ob ich noch irgendwo Richtung Elbe komme, beziehungsweise dann auch langsam wieder ein bisschen zurückgehe. Ich habe ja noch ein bisschen Heimreise wieder zurück, bis nach Wandsbek, dann in der anderen Viertel, da wo ich zu der WG erstmal. Und ja, der Tag neigt sich ja auch langsam zu Ende, aber war bis jetzt ganz nice. Ja, meine Lieben, und jetzt herzlich willkommen zum Content-Part für heute. Heute möchte ich meine drei Learnings vorstellen zum Thema Reisen. Was ich für mich mit auf den Weg genommen habe, da ist Nummer 1, draußen die Welt sehen, neue Orte, Länder, die Gegenden zu erkunden halt, dass man sich auch raus aus seiner Komfortzone kommt, raus aus der Wohnung. Man einfach halt die Möglichkeit hat, was von der Welt zu sehen, was von der Welt draußen zu erfahren auch. Das ist schon ein schönes Feeling an sich auch daran, weil ich denke mal, die wenigsten haben wirklich die Möglichkeit da draußen überhaupt was von der Welt zu sehen, geschweige überhaupt aus ihrer Ortschaft rauszukommen, vielleicht aus ihrem Bundesland. Manche kennen noch nicht mal überhaupt ganz Deutschland. Ich bin jetzt glücklicherweise jetzt schon durch einige Bundesländer gefahren, wie jetzt halt die Tage hier in Hamburg, war jetzt schon in Bremen. Und in einigen anderen Ecken, Berlin, habe ich ja selbst auch jetzt schon kennengelernt. Das hat mich auch sehr gefreut. Ja, das sind eigentlich für mich schon schöne Erfahrungen mit auf dem Weg. Punkt Nummer 2 sind die Menschen. Die Menschen, die ich draußen auf meinen Reisen kennenlernen kann. Neue Menschen oder auch Menschen aus anderen Kulturen. Wo ich dann auch wieder neue Verbindungen aufbauen können, vielleicht neue Freunde, die ich kennenlernen kann. Und an sich bin ich immer sehr gerne mit Menschen in Kontakt und lerne immer wieder ganz neue Menschen mein Leben dazu. Oder auch von diesen Menschen auch ihre Lebensweise oder ihre Kultur noch mit dazu. Und sammle auch dadurch auch wieder weitere Erfahrungen. Und dann sind wir auch schon bei Punkt 3, die Erfahrung. Die Erfahrungen, die ich auf solchen Reisen mitnehmen kann, die mich selber stärken, wo ich mich selber auch mit daraus entwickle. Und das ist für mich auch ein sehr großer Punkt mit, weil allein durch solche Reisen lernt man sehr viel dazu und das freut mich einfach. Wir sind jetzt hier draußen gerade in Hamburg, hinter mir jetzt hier die Elbe, wo wir jetzt gerade sind. Und genieße jetzt einfach noch ein bisschen das schöne Wetter hier. Ja. Und ja, da kann ich einfach nur sagen, denke ich mal, da kommt noch vieles noch mit auf meinen Reisen noch dazu, wo man noch weitere Punkte lernt. Ich bin erst noch groß am Anfang. Aber ich kann es einfach nur jedem empfehlen, geht raus auf die Welt, lernt die Welt da draußen kennen, so wie jeder die Möglichkeiten hat. Und es ist einfach ein schönes Feeling, eine schöne Erfahrung mit dazu. Mir tut es, wie gesagt, gut. Dadurch kann ich mich weiter bereichern, mich weiterentwickeln mit. Und das ist einfach das Leben. Das Leben auch an sich draußen zu sein, zu reisen. Das ist auch für mich ein Teil des Lebens. Und da bin ich auf jeden Fall voll dabei und ich freue mich schon auf die weiterkommende Zeit, die noch auf mir noch mich noch zukommt. Hey, indessen wieder zurück und wir haben es jetzt schon 21.45 Uhr. Boah, ich hatte so fast ja, eineinhalb Stunden Rückweg jetzt gehabt. Von Hamburg oben von der Elbe bis jetzt hier nach Wandsbek. Das war, wie gesagt, ein paar Kilometer schon, je nachdem, wenn einer jetzt die Ecke jetzt was sagt, bin ich jetzt zurück, wie genauso wie hin zurück, jetzt komplett gelaufen, weil ich heute einfach keine Lust habe, mir mit dem Bus und Bahn durch die Kante zu fahren. Ich dachte, mit Laufen siehst du wenigstens ein bisschen viel mehr durch von der Welt und das war auch wirklich so. Also mir hat die Reise heute sehr viel Spaß gemacht, weil, wie gesagt, schön auch mal ein bisschen was von Hamburg zu sehen, mal durch die Röberbahn zu gehen und ja, auch mal oben an der Elbe kurz zu sein. Ich wollte zwar am liebsten Sommer bis raus zur Nordsee mal fahren, aber das wäre noch ein ganz schönes Stück gewesen. Es war schon um 6 Uhr rum, wird zwar um 7, wo ich da oben angekommen bin. Da müsste ich mal früh bei Zeiten losgehen. Aber mal sehen, vielleicht findet sich ja mal
Das nächste Mal wieder Gelegenheit oder ich fahre mal mit Philipp zusammen bei hin oder mit jemand anders. Dann macht die Reise ja dann noch ein bisschen Spaß. Jetzt bin ich definitiv nur froh, dass ich jetzt hier erstmal noch in der WG von Philipp wieder angekommen bin. Meine Füße, danke, sehe ich, dass sie sich ausruhen können. Ich genieße jetzt erstmal meine Smoothie Ball, meine Bananen-Smoothie Ball von Banana Island. Welchen Tag haben wir jetzt heute? Tag 5 oder Tag 6 haben wir jetzt, glaube ich, heute jetzt fast schon. Ich muss noch das Video noch für Banana Island noch drehen. Durch den Wandertag bin ich heute nichts kaum gekommen oder habe ich auch nicht so viel Internet. Jetzt werde ich mir erstmal Zeit nehmen für YouTube. Werde dann gleich mal meine Abos auschecken. Ja, sind wieder einige dabei. Ach, Live Rock GB hat wieder was. Was haben wir? Rock'n'Roll. Große Träumerin mit hochsensibel. Das wird bestimmt auch ganz interessant. Die Ideologie hat wieder was. Live Junkie haben ein schönes Video gemacht mit Q&A. Wo mir Fragen ihnen stellen konnten, die sie dann hier mit beantworten, haben sie erstmal Teil 1, kommt dann noch ein nächster Teil, wirklich sehr schön, haben sie auch echt verdient, haben jetzt schon über 530 Abonnenten. Tomatenshow ist natürlich wieder am Start. Nach diesem Video wirst du mehr kommentieren, da bin ich immer sehr gespannt, was er da macht. Und der Oliver Gladitz ist auch wieder mit dabei, da freue ich mich auch immer, damit dein Kanal weiter durchstartet, da schaue ich dann auch gleich mal rein. Veganic Food Tony hat noch von Berlin noch das Weitere gemacht. Wie ernährst du dich hier mit der Katie? Greenboon ist auch wieder am Start. Der ist ja gerade in den Niederlanden und sein Hausboot. Casey. Ja, Veganella, die habe ich mir heute schon angeguckt. War auch wieder sehr schön. Ja, und da werde ich mir jetzt ein bisschen meine Zeit mit YouTube verbringen. Ein bisschen chillen, ein bisschen ausdrehen und dann die Videos hier noch vom Handy und Kamera noch rüberladen. Dass ich das dann entweder heute oder morgen früh dann alles noch schneide. Das ist dann morgen dann zum Freitag dann. Ich versuche es um 18 Uhr, werde mich auch mal der 18 Uhr Clique mal anschließen. Dann hochladen kann, also mein Vlog von heute. Den seht ihr dann morgen. Ja, und ansonsten war es das jetzt für heute. Meine Lieben, ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Die kleine Spritztour quer durch Hamburg, durch die Reeperbahn und so weiter. Wenn ja, würde ich mich auf den Däumelein nach oben freuen. So, könnt ihr gerne eure Meinung in den Kommentaren drunter schreiben. Wart ihr da schon mal in der Gegend gewesen? Könnt ihr mal reinschreiben, würde mich mal interessieren. Wie habt ihr so die Gegend erlebt? Wart ihr auch schon mal bei der Reeperbahn? So, beziehungsweise mal da hoch, so die Leute, die aus Hamburg aus der Ecke kommen. Vielleicht könnt ihr ja mal noch die eine oder andere Location in Hamburg empfehlen. Wäre vielleicht auch ganz nett, dass ich die vielleicht dann mal auschecken kann oder so, wenn ich hier in der Gegend bin. Das werde ich demnächst sowieso mal machen. Wenn ich demnächst mal reisen will, dann werde ich euch da definitiv mal mit einbinden, dass ihr mir mal ein paar Locations vorstellen könnt, wo es sich mal lohnt, hinzureisen. Und dann checke ich die mal für euch aus und mache da meinen Vlog dafür. Ja, das werden wir in Zukunft machen. Meine Lieben, bleibt dran, das werden wir in Zukunft definitiv machen. Ich will eh mehr reisen, unterwegs sein. Wie gesagt, mir macht das riesen Spaß. Ist zwar manchmal ein bisschen anstrengend, wenn wie heute dann knallig die Sonne da ist. Jetzt auf Rückweg ging es, da war es ja dann schon fast Dämmerung. Ich bin jetzt vorhin vor ein paar Minuten jetzt gerade erst zurückgekommen. Wie gesagt, wir haben es jetzt schon 21.49 Uhr. Also sagen wir mal so 21.30 Uhr, also halb 10 bin ich jetzt hier wieder angekommen. Ja, da ist man dann froh. Aber der Tag an sich hat sich definitiv gelohnt und die Erfahrung alles wieder. Und definitiv fahren wir. Also meine Lieben, dann lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Ich mache jetzt hier Feierabend für heute. Und sagt, see you later, Alligator. Bis zum nächsten Mal wieder hier bei Alter ihr und wir. Alter ihr, das bin ich, euer Enrico. Und wir, das seid ihr. Und gemeinsam sind wir hier auf dieser Welt, die wir jeden Tag erkunden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.